Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am 25. Januar 2 Menschen getötet worden. Zudem wurden 8 Menschen verletzt, unter ihnen auch der mutmaßliche Angreifer. Laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Wack soll es sich bei dem Mann um einen 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser handeln. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Mann gegen 14.55 Uhr in der Regionalbahn Fahrgäste mit einer Stichwaffe an. Die Hintergründe sind noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin laut der dpa. Es gab erste Hinweise, dass der mutmaßliche Angreifer geistig verwirrt sein könnte. Sütterlin-Wack sagte im NDR, dass der Mann vor 6 Tagen aus der Haft entlassen worden war. Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken teilte mit, dass ein Hilfetelefon für die Betroffenen eingerichtet worden sei. Dieses ist unter der Rufnummer 0049 800 3x die 07554 zu erreichen.